Sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte die Filmreihe beenden, die ich hier vorgestellt habe, mit einem Film von 1958 von Louis Malle, Fahrstuhl zum Schafott. Ein ziemlich spannender Film, geprägt auch durch seine Musik. Miles Davis hat dazu Musik geschrieben und auch gespielt mit seinen französischen Freunden. Die Namen sind mir jetzt nicht so geläufig. Und ja, man schaute sich den damals an, weil man Miles Davis-Fan war. Und war schon ziemlich gut. Die Jean Moreau, tolle Frau, die spielt da. Die dann nachher, ein Film, wo man wirklich mitgerissen ist. Und der eine gewisse, ja, so eine romantische Kälte auch innehat, durch die Musik von Miles Davis. Kann natürlich sein, dass das gar nicht Miles Davis war, ich weiß das jetzt gar nicht. Ich habe schon mal was verwechselt, aber ist doch egal. Komm, wir gucken uns den Film mal an. Fahrstuhl zum Schafott, französischer Titel, L'Ascenseur, glaube ich, heißt Fahrstuhl. Ja, Ascenseur. Pour le Chafaud. Das war ja Frankreich große Mode, Schafott damals noch. Ich weiß gar nicht, 1958, da gab es immer noch Schafott in Frankreich. Naja, also viel Spaß will ich jetzt nicht sagen bei dem Film, sondern ja, da kann man einfach nichts mehr sagen. Also, da bleibt einem echt die Spucke weg. Das ist dermaßen schön.